Hallo zu einem neuen Video. Eine Frage, die ich häufig bekomme, ist, wie vergleiche ich zwei Spalten in Microsoft Excel? Bevor wir starten, bitte diesen Kanal jetzt abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann. Und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Wie man nun zwei Spalten vergleicht, kann auf viele verschiedene Arten erfolgen. Und die zu verwendenden Methoden hängt oft von der Datenstruktur und den Vorstellungen des Anwenders ab. Beispielsweise möchte man zwei Spalten vergleichen und alle übereinstimmenden Daten, die sich in einer Spalte befinden, oder auch nur die Unterschiede zwischen zwei Spalten finden oder hervorheben. Beginnen wir mit der einfachsten Variante, und zwar mit dem Vergleich von zwei Spalten auf eine exakte Übereinstimmung. Das ist die einfachste Form des Vergleichs. In diesem Fall muss ein zeilenweiser Vergleich, wie hier mit dem Cursor, durchgeführt und überprüft werden, welche Zeile dieselben Daten enthalten und welche nicht. Das können wir mit einer Formel durchführen, und zwar verwende ich nun die Spalte D als Überprüfungs- oder als Ergebnis dieser Übereinstimmung. Nun überprüfe ich, ob der Datensatz in der Spalte B mit dem Datensatz in der Spalte C übereinstimmt. Das kann ich mit der folgenden Formel durchführen. Ich gehe in den Eingabemodus und gebe ein ist gleich, selektiere diese Spalte, gebe wiederum ein ist gleich ein und selektiere die zweite Spalte. Ich bestätige mit Enter und erhalte nun als Ergebnis falsch. Das bedeutet, diese beiden Einträge stimmen nicht überein. Ich kann das nun für alle anderen Zeilen anwenden und erhalte nun als Ergebnis, dass zum Beispiel diese Zeile Microsoft Corporation mit der Spalte 2 übereinstimmt. Dasselbe auch hier mit dem Unternehmen Visa. Wie ihr seht, ist das eine Variante, wie man nun Spalten oder Daten auf zwei Spalten getrennt überprüfen kann. Möchte man jedoch ein aussagekräftigeres Ergebnis erhalten, kann eine Wenn-Formel verwendet werden, um eine Übereinstimmung als Text zurückzugeben, wenn die Namen gleich sind, und ein keine Übereinstimmung, wenn die Namen unterschiedlich sind. Wie kann man das nun durchführen? Auch das werden wir jetzt gemeinsam durchgehen. Ich lösche das vorherige Ergebnis und wechsle wiederum in den Eingabemodus. Darin gebe ich nun den Befehl wenn an und gebe nun die Überprüfungsformel an Spalte 1. In diesem Fall B4, gebe dann ein ist gleich und dann die aus der zweiten Spalte. Anschließend gebe ich nun eine Zeichenfolge, einen Text zurück. Wenn eine exakte Übereinstimmung stattgefunden hat, dann kann ich hier als Text Übereinstimmung ausgeben, und wenn das nicht der Fall ist, gebe ich keine Übereinstimmung als Text zurück. Natürlich kann dieser Text beliebig gestaltet werden. Als Ergebnis erhalten wir nun für die erste Zeile wiederum, dass es keine Übereinstimmung als Ergebnis hat. Führe ich das nun für die übrigen Einträge durch, erhalte ich beispielsweise hier eine Übereinstimmung, aber auch hier. Ein wichtiger Hinweis: Falls beim Vergleich zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden werden soll, muss man in der Formel Folgendes berücksichtigen. Und zwar ist hier der Fall, dass das Unternehmen Visa mit diesem Visa eine Übereinstimmung als Ergebnis führt. Möchte ich aber eine exakte Übereinstimmung der Groß- und Kleinschreibung haben,
so muss ich diese Formel anpassen. Dazu lösche ich die existierenden und ergänze die Formel mit dem Befehl identisch und gebe es sozusagen anstatt dem ist gleich über diese beiden Spalten an. Wenn ich das durchführe und entsprechend ausgebe oder überführe in die anderen Zeilen, erhalte ich nun für diesen beiden Einträge keine Übereinstimmung, da das Unternehmen Visa in der Schreibweise mit einem großen Buchstaben V beginnt und auch mit einem großen I, hier aber in der Spalte 2 klein geschrieben ist. Eine weitere Möglichkeit ist, Zeilen mit übereinstimmenden Daten hervorzuheben. Wenn man die Zeilen mit übereinstimmenden Daten hervorheben möchte, anstatt das Ergebnis einer separaten Spalte zu erhalten, kann das mit einer bedingten Formatierung gelöst werden. Auch das möchte ich kurz vorstellen, da es eine sehr angenehme Möglichkeit und Variante ist. Dazu lösche ich nun diese Spalte und markiere nun entsprechend meinen Datenbereich, also beide Spalten, und kann dann im Menü unter Start bedingte Formatierung und dort gibt es im unteren Bereich die Möglichkeit, eine neue Regel zu erstellen und erhalte anschließend ein Konfigurationsfenster. Und dort gibt es nochmals unterschiedliche Regeltypen zur Auswahl. In unserem Fall wähle ich den Regeltyp Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden. Selektiere diese und gebe nun meine gewünschte Formel an. Und zwar gebe ich nun an $B4 ist gleich $C4. Eine kleine Korrektur. Zu Beginn benötigt es auch wiederum ein Ist-Gleich-Zeichen. Somit habe ich die Zellen B4 und C4 angegeben. Als nächstes kann ich noch angeben, in welcher Farbe oder Formatierung das Ergebnis dargestellt werden soll. In meinem Fall möchte ich das Ergebnis in der Farbe Gelb sichtbar machen. Die Farbe ist nun ausgewählt und ich kann damit bestätigen, die bedingte Formatierung anwenden und wie man sehen kann, werden nun die übereinstimmenden Einträge gelb hervorgehoben. Wie ihr seht, könnt ihr mit diesen unterschiedlichen Varianten eine Menge Zeit in Excel in der Arbeit ersparen und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg!